So. Komm raus hier, Sau. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Das ist der fünfte Versuch, wo ich das jetzt hier starte. Ich musste die ganze Zeit abbrechen wegen extremem Hustenansturm. Merkt ihr, bin immer noch erkältet irgendwas. Hustenreiz ist auf jeden Fall da. Vielleicht ist es auch Coronis. Ich weiß es nicht. Ich bin mittlerweile Milliardär geworden. Das habe ich gar nicht mitbekommen, das habt ihr gar nicht mitbekommen, weil ich nichts davon gesagt oder gepostet habe. Ich möchte trotzdem aber heute mal das Video darüber machen, zeigen, dass ich Milliardär bin, bisschen die Statistiken zeigen, die Fortschritte zeigen. Viele fragen auch immer so, Ramses, wie viel hast du jetzt bei der Medaille? Ramses, wie viel hast du hier? Wie viel hast du da? Viele finden das immer sehr interessant, vor allem, weil sie dann immer mit sich selbst vergleichen und dann auch immer sagen, ich habe mehr als du, Ramses, wa? Und freuen sich dann übelst. Obwohl ich gleich sagen muss, alles was GBL betrifft, alles was PvP betrifft, das seid ihr sowieso over the top, ich nicht, werdet ihr auch gleich sehen, dass ich wirklich extrem wenig GBL zocke. Erstmal gehen wir hier auf unseren Avatar, der immer noch diese dämliche Pudelperücke trägt, ja. Sieht das nicht herrlich aus? Ne, sieht's nicht, deswegen interessiert euch nicht dafür. Ramses der Dicke, Level 50, kann man mal mitnehmen. Gelaufene Distanz, gefangene Pokémon, besuchte Pokestops, Startdatum, Gesamt-EP, alles vertreten. Weil auch viele immer fragen, seit wann spielst du das oder wann hast du angefangen? Und ich sage immer, ich war am Anfang nicht dabei. Ja? Ihr seht, 19.8. Das ist August. August ist nicht der Anfang, weil angefangen hat es theoretisch im Juli. Ich glaube, Schilling hat direkt am 16.7. angefangen. 16.7. mein Geburtstag, da habe ich gar keine Zeit gehabt. Außerdem wusste ich da noch gar nicht, dass es Pokémon Go gibt. Ja? Aber ansonsten, man konnte, glaube ich, irgendwie schon vorher was runterladen, was testen, irgendwas im Juni. Aber eigentlich ging es offiziell im Juli los. Und ich bin erst im August, einen Monat später, dann nach dem offiziellen Release, dazugestoßen. Trotzdem seit 2016 und seitdem spiele ich jeden Tag. Es gab bisher noch keinen Tag, wo ich nicht in der App war, wo ich nichts gemacht habe. Denn wenigstens, ich sag's ja immer, wenigstens reingehen, ein Pokémon fangen, einen Pokestop drehen, müsste drin sein oder gerade viele, die in die Liste immer rein wollen, wenigstens einmal am Tag rein und das Geschenk öffnen, was man bekommen hat. Müsste drin sein, müsste möglich sein. Gerade wenn ihr auf dem Klo sitzt oder so. Ihr hängt eh meistens am Handy, ich sehe es doch immer. Ihr sitzt da am Handy stundenlang und wühlt da rum in Instagram und sonst was. Facebook, TikTok, Twitter. Da kann man auch mal ein Geschenk aufmachen. Wenn man unbedingt drin sein möchte, muss man ja nicht. So wichtig ist das auch wieder nicht. Wir sind jetzt hier insgesamt bei 1.062.581.964. Ihr könnt ja gerne mal euer Startdatum reinschreiben und eure Gesamt-EP, die ihr momentan habt. Das müsste circa 53 mal Level 40 sein, ja? Und das in 5 Jahren jetzt gefühlt. Ich möchte euch aber natürlich noch die anderen Fortschritte zeigen und eigentlich wollte ich auch noch ein Video machen über mein Lieblings-Event, das heftigste Event ever, was es je gab. Das gab es nämlich nur einmal in ganz Pokémon Go. Aber das würde jetzt zu lang, weil jetzt zeige ich die Statistiken, das andere mache ich nochmal anders, wo ich auch nochmal sagen kann, wie das auch alles zustande kommt und mit was das auch zusammenhängt, wenn man viele EP hat oder eben wenig EP. Und habt ihr hier schon ein paar besondere Medaillen, die wir uns angucken können. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass manche jetzt schon wieder umgeändert wurden. Die sehen nämlich jetzt richtig hässlich aus, die vorher gut ausgesehen haben. Hier haben wir zum Beispiel das Pokémon Go Fest in Chicago. Yo mai, ich habe mir sogar früher damals Karten gekauft, Medaillen gekauft, Tickets gekauft, wo ich gar nicht spielen konnte. Einfach nur, weil ich die Medaillen haben wollte. Man glaubt es kaum. Pokémon Go Fest Dortmund Juli. Da waren wir natürlich live vor Ort, da haben wir auch Videos gemacht. Könnt ihr auch auf dem Kanal suchen, gibt halt mein Ramses der Dicke, Go Fest Dortmund irgendwas, dann werdet ihr das alles sehen. Ein Jahr vorher gab es ja die Safari-Zone in Dortmund, war ich dann auch da mit der Christel, hab da auch mal ein Video drüber gemacht dann, obwohl ich da noch nicht mal einen YouTube-Kanal hatte. Dann habt ihr hier Safari-Zone, Montreal, ja, Safari-Zone, St. Louis. Und das ist auch wieder ein wichtiges Thema. Denn das waren die, die dieses Jahr stattfinden sollten, die dann verschoben wurden wegen Coronis und die jetzt dann wieder nachgeholt werden. Das heißt, im Oktober
werden zwei Safari-Zonen nachgeholt, die ich, weil ich ein Ticket habe, von überall dann wieder spielen kann und könnte da wieder einen Stream machen mit Rauchmodulen, irgendwas. Wir können uns das alles angucken, was es da Feines gibt. Genauso wie hier Liverpool, die gehört auch dazu, genauso wie Philadelphia. Das waren die drei großen Safari-Zonen 2021. Dann habt ihr Pokémon Go Fest weltweit 2020. Pokémon Go Kanto Tour global Februar 2021. Dann habt ihr diese Spezialforschungen, eine kolossale Entdeckung war, glaube ich, Regigigas. Hat man das erste Mal Regigigas bekommen, bevor es dann irgendwann in die X-Rays kam, 2. November 2019. Illusion untersuchen war, glaube ich, mit Genesekt, wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch anders sein. Wenn ihr die gemacht habt, wisst ihr ja. Obwohl, nee, warte mal, die mit Genesekt, die habe ich ja gar nicht. Da hatte ich ja meinen Account nicht 30 Tage. Dann stimmt die Aussage auch gar nicht, dass ich seitdem jeden Tag gespielt habe. Spezialwochenende Mexiko. Hat mir damals Julchen ein Ticket besorgt und wir haben zusammen einen Rauchstream gemacht. City Spotlight Auckland, City Spotlight Busan. Heftigste Stadt ever. Jetzt nicht mehr, jetzt ist da eigentlich gar nichts mehr los. City Spotlight Tainan. Was klappert denn da? Das müsste, glaube ich, Galapandimos gewesen sein. Was man zweimal bekommen konnte oder einmal, weiß ich auch nicht mehr genau, müsste auch irgendwann mal ohne Spezialforschung erhältlich sein für jeden, dass man dann auch irgendwann noch das Shiny kriegt, was auch noch eingeführt wird. Also egal, mit dem Ticket bekommt ihr die meisten Sachen also eher, aber es gab noch nie was, was man nur mit dem Ticket bekommen hat. Pionier 40, erreiche Level 40 bis zum 31. Dezember 2020. War natürlich schon längst so, kein Problem. Pokémon Go Fest weltweit von diesem Jahr. Dann habt ihr hier Top-Sammler. Immer wenn man eine Sammler-Herausforderung abschließt. 24 Stück haben wir schon. Müssten doch alle sein, die es gab. Könnt ihr mal reinschreiben, wie viel ihr auf der Medaille habt. Top-Sammler, 24 Stück bei mir. Jogger, 42.000. Dabei sitze ich ja immer nur. Ja. Wer sich aber daran erinnern kann, ich habe mal diese 18 Eier Folge 1 bis 18 Eier Folge 24 gemacht, damals, als es die Kontinentalen in die 7 Kilometer Eier gab, und habe jeden Tag 18 7 Kilometer Eier gebrütet und das eben 24 Tage hintereinander, war da auch viel unterwegs, habe das alles festgehalten auf Video, das war auf jeden Fall auch eine fette Sache. Also 42.000 bei Jogger, bei Kando 151 sind ja alle da, die es gibt. Sammler 424.000, Forscher 14.000, Entwicklungssessions haben halt dann abgenommen. Früher hat man das immer gemacht, gerade wenn es Doppel-EP gab oder an bestimmten Events und man noch die EP gebraucht hat. Aber entwickeln ist so nervig mittlerweile, dass man statt zu entwickeln lieber die Punkte anders verdient. Züchter 10.000 Eier ungefähr, Backpacker 401.000 Pokestops, Urlauber 14.000 verschiedene Pokestops, Kämpfer 30.000 Arena-Kämpfe, was natürlich gut ist, weil die Arenen eh immer rot oder blau sind und du dir als Gelber jedes Mal wieder einen Platz freihauen musst. Ast-Trainer haben wir jetzt mittlerweile auf 3.490. Das ist die schlimmste Medaille ever. Ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen. Teenager. Jetzt wollte ich 4.000 sagen. Nein, 1.118. Pikachu 5.502. Also Pikachu-Fan. Yoto 100 direkt voll. Kampflegende 6.500. Legendäre Raids. Das ist... Wenn man denkt, dass ein Raid 1 Euro kostet, weil ein Pass 1 Euro kostet, dann wären das ja schon 6.500 Euro nur an legendären Raids. Müsst ihr euch mal vorstellen. Bärenmeister 71.000, Arena-Leiter 131.000 Stunden, Pokémon Ranger 16.000, bald 17.000, Bühnenstar, beste Freunde 546, auch da interessiert es mich brennend, wie viel ihr da drauf habt. Jeder mit 200.000 Punkten dotiert, das haut natürlich auch rein, obwohl letzte Zeit viele das natürlich abziehen und rumtriggern. Ja. Gentleman 9.800, Pilot 21 Millionen, Kameramann 642, Erlöser 1.026, da musste ich dann, als ich fertig war,
habe ich natürlich nichts mehr erlöst, weil das ja jedes Mal Sternstaub kostet. Und mittlerweile weiß man ja, dass die Kryptos sowieso sinnvoller, besser und stärker sind. Selbst wenn die in 100er werden würden, lass die am besten so, wie sie davor sind, ist einfach sinnvoller. War eine reine Staubverschwendungsmedaille. Held 15.900. Triathlet 150. Ja? Das geht immer von alleine weiter, dauert aber immer 7 Tage. Trainer Hoffnung, 150 verschiedene Arten von Pokémon. Die fand ich auch so nervig. Ich wusste nie, was hast du schon gehabt, was hast du noch nicht gehabt, was musst du noch machen, was zählt nicht. Und dann musste man jedes Mal jeden Fotz, den man in den Raids gesehen hat, raiden, Pässe ausgeben, Geld ausgeben, obwohl man das im Leben nie raiden würde. Ich meine, wenn sie irgendwann 150 verschiedene Legendäre in den Raids hätten, haben, dann ist sie alleine auf Platin, aber so musstest du natürlich auch andere Dinge mitnehmen. Trainerhoffnung 2700, mit vielen Freunden zusammen, gerade Raid Mania, hau da immer gut rein. Picknicker 4500, Freundefinder 63, Grüße gehen raus an Hannes, den möchte ich hier ganz speziell nennen. Der hat bestimmt die Hälfte der Anzahl, die hier steht, mit eigenen Accounts selber geboostet. Hat sich immer wieder neue Accounts gemacht, hat er über den Empfehlungscode geaddet und hat er mit die Medaille gepusht. Raid-Experte 586. Wenn ihr natürlich viele Solo-Raids macht, kriegt ihr pro Solo-Raid sowieso einen Encounter auf dieser Medaille. Wenn ihr mit vielen Leuten in der Lobby seid, wird es natürlich schwerer, da zu landen. Carpador fehlt noch ein bisschen was hier, 915. Incognito fehlt noch eins, und zwar genau das Fragezeichen, was es ja nur beim allerersten GoFest in Chicago gab. Champion fehlt einiges, 2000 Raids, normale Raids, weiß ich auch nie, was ich raiden soll. Früher immer Machomai und Despota, mittlerweile brauchst du nicht mehr. Die Mega-Raids könnten da jetzt mit reinspielen, also bei Mega Despota, bei Mega Skaraborn, bei Mega Riolu, Mega, also Mega Lucario, wäre was, wo man ganz viel raiden könnte, eben wenn man noch kein 100%iges Lucario hat. Damit werde ich da ein bisschen pushen, aber ich glaube nicht, dass da noch 700 Zähler dazukommen. Höhen fehlt noch eins, wahrscheinlich Kecleon. Sino fehlt noch ein bisschen was. Superliga ist gerade mal so bei der Hälfte. Superliga hasse ich wie die Pest. Hyperliga spiele ich lieber als Superliga. Komischerweise habe ich trotzdem weniger und da fehlen noch 600. Meisterliga spiele ich am effektivsten, häufigsten und am liebsten. Und hat auch viel weniger als Superliga. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Einmal fehlt ein bisschen was. Ultraheld, Giovanni. Da bin ich auch gespannt, was ihr da drauf habt. 20, ja, wäre die nächste Stufe. 50 insgesamt. Jetzt habe ich 12. Eigentlich habe ich immer alle gemacht, die da waren. Es dürfte also keiner mehr als 12 haben, ja. 12 Mal Giovanni besiegt. Bester Kumpel, 80 von 100. Insgesamt braucht man wieder 200. Carlos ist ja auch 43 von 72. Wayfarer habe ich schon ewig nichts mehr bewertet. Müsste ich auch mal machen, aber das ist mir alles zu trocken. Oder wir bewerten das mal in einem Stream ganz gemütlich. Da ist mir wenigstens nicht so langweilig. Erbfolgerin. 500 Mega-Entwicklungen. Insgesamt 1335. Da sich die Energie bei manchen ja eh wieder von alleine sammelt, gefühlt, kann man da ruhig immer mal, wenn man voll hat, entwickeln, entwickeln, entwickeln. Egal, ob man damit was macht oder nicht. Gala. Habe ich doch gar nicht gesehen, dass der jetzt hier neu drin ist. 89 Gala-Pokémon gibt's, ja. 12 haben wir jetzt hier eingetragen. Guru der Mega-Entwicklung. Insgesamt 46 verschiedene Mega-Pokémon kommen ins Spiel. 15 haben wir jetzt drin. Und ihr wisst, es kommt ja bald Mega-Absol dazu. Dann haben wir auch die 16 dastehen. Und wir haben natürlich noch die Typen-Medaillen, die hier unten stehen. Schulkind, also Typ Normal, 110.000. Schwarzgurt, Kampf, 20.000. Vogelfänger, Flug, 49.000. Panga, Gift, 51.000. Ruinenmaniac, Boden, 32.000. Wanderer, Gestein, 26.000. Das ist Natururin, seine Medaille. Käfersammler, Käfer, 37.000. Hexe, Geist, 11.000. Eisenbahner, Stahl, 14.000. Hitzkopf, Feuer, 34.000. Schwimmer, Wasser, 65.000. Gärtner, Pflanze, 40.000, Rocker, Elektro, 26.000, Psycho, was für ein toller Name, ja, überall was Besonderes und hier einfach Psycho, 39.000, Skifahrer,
Eis 19.000, Drachenprofi Drache 9.000, das dürfte die mit den wenigsten Encountern sein. Halbstarke Unlicht 16.000, Räumerin Fee 26.000 und das waren alle. Das heißt natürlich, dass die Normalmedaille die meisten hat mit über 100.000, was auf jeden Fall schon eine wuchtige Zahl ist. Der Fangbonus steht auch jedes Mal dabei. Wisst ihr ja, je höher die Medaille, desto höher die Fangchance bei bestimmten Pokémon. Ihr könnt jetzt mal jede einzelne Statistik pausieren, euren eigenen Wert drunter schreiben und mir dann sagen, was ihr so habt. Und vor allem würde mich interessieren, wo ihr mehr habt. Oder vor allem, was ihr auf der Drachenmedaille habt. Oder bei Normal. Normal ist ja sowieso das Häufigste, was überall rumsitzt. Schreibt es mal rein, eure Statistiken, euer Level vielleicht, eure Punkte, euer Startdatum. Schreibt einfach alles rein, was ihr angeben wollt. Ich bin gespannt. 19.08.2016. Da ist einige Zeit vergangen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wann ich das mit dem anderen Event noch mache, mein Lieblingsevent. Ich glaube, ich habe noch ganz viele Bilder auf dem Rechner von früher. Die könnte ich dann mit in das Video einbauen, dass das eben ansprechender aussieht, dass man auch mal sieht, wie früher alles ausgesehen hat. Die Grafik, die Darstellung, die Arenen, alles hat sich ein bisschen verändert, denke ich mal. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich werde mal fix nochmal in Netto rüberlaufen und mir vielleicht noch ein Semmel holen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.